herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Plugin Programmierung in der 1.15 und ich habe euch hier vor genau einer Stunde eine kleine Auswahl gegeben, was wir als nächstes so machen sollen. Und wie ihr seht, hat Lobby-System gewonnen und Essentials Commands sind auch so ein bisschen hochgekommen. Deswegen würde ich sagen, weil es ein bisschen einfacher ist, fangen wir heute mal mit einem kleinen Command an, nämlich mit dem Heal-Command. Und in den nächsten Folgen werden wir dann voll uns hinarbeiten zu einem fetten Lobby-System. Und im Laufe dieser Reihe wird dann ein riesiges, großes Lobby-System entstehen. Mit allen Wünschen, die ihr nur wollt. Schreibt dazu am besten direkt jetzt schon in die Kommentare, was ihr in diesem Lobby-System haben wollt. Und dann werden wir das auf jeden Fall auch umsetzen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, wir sind jetzt hier wieder in IntelliJ. Da haben wir letzte Folge unser erstes Plugin entwickelt und veröffentlicht. Jetzt fangen wir an, richtig reinzugehen ins Programmieren. Und dafür machen wir uns jetzt erstmal ein neues Package. Wir klicken hier links in der Leiste beim Projekt auf unser aktuelles Package. Das haben wir in der letzten Folge de.coaster.tutorial genannt. Hier machen wir jetzt Rechtsklick drauf, New und dann nochmal Package. Ups. Ein Package ist quasi ein bisschen was wie ein Ordner, nur dass es eben anders interpretiert wird. Das ist für euch jetzt erstmal noch nicht so wichtig. Ihr müsst nur wissen, ihr legt eure ganzen Class-Dateien immer in Packages ab. Und wir nennen das jetzt Commands. Wichtig ist am besten, dass ihr alles klein schreibt in Packages. Also die kompletten Package-Namen sind immer klein und Klassennamen fangen mit einem Großbuchstaben und dahinter klein an, beziehungsweise genauer gesagt mit dem Camel Case. Also jedes neue Wort in einer Klasse wird wieder groß geschrieben. Wie wir jetzt zum Beispiel, wenn wir hier Rechtsklick auf das Commands machen, New Java Class, dann nennen wir das jetzt zum Beispiel Heal Command. Und Heal und Command sind zwei verschiedene Wörter. Wir können aber jetzt hier schlecht ein Leerzeichen schreiben. Das würde zum einen kacke aussehen und zum anderen fraglich, ob das dann auch alles klappt. Deswegen schreiben wir das zusammen und bei dem neuen Wort fangen wir jetzt einfach wieder groß an. Das heißt, wir schreiben Heal mit H groß und Command dann mit dem C groß. Genau, jetzt haben wir unsere neue Klasse Heal Command. Und die muss jetzt ein bisschen was können, um als Command registriert zu werden. Dafür gehen wir jetzt hier hinten hinter das Heal Command, aber noch vor die geschweifte Klammer. Und machen ein Implements Command Executor, wenn er laden würde. Da, Command Executor. Genau. Jetzt wird das erstmal so rot, das ist aber überhaupt nicht schlimm, das heißt nur, dass uns jetzt noch was fehlt. Denn standardmäßig bei einem Interface, was wir hier implementieren, da kommen wir irgendwann später nochmal zu, wenn wir sie selber verwenden, da sind standardmäßig normalerweise Methoden angegeben, die dann implementiert werden müssen. Und das machen wir einfach, indem wir hier drüber mit der Maus gehen und dann Implement Methods klicken oder Alt-Umschalt-Eingabe klicken. Also die Alt-Taste, die Großschreibtaste und Eingabe, also Enter. Und dann kommt hier dieses kleine Menü, sagt euch, ah, okay, es gibt hier die Methode OnCommand, die ist verpflichtend, die müsst ihr hier haben. Und dann klickt ihr einfach nur OK und dann ist sie hier so drinnen. Genau, wir haben hier also jetzt unsere Methode. Ihr werdet feststellen, hier gibt es ein AddOverride, das heißt quasi diese Methode überschreiben wir jetzt, weil sie ja schon in dem Command Executor drin steht und vordefiniert ist. Und wir schreiben jetzt quasi unsere eigene davon. Und wir haben hier ein paar Parameter, die übergeben werden. Und zwar einen Command-Sender, das ist zum Beispiel die Konsole oder ein Spieler. Das ist also derjenige, der das Command abschickt, in dem Fall jetzt /heal. Das Command an sich, das werden wir bei uns nicht benötigen, weil ich es die meiste Zeit nicht damit programmiere, sondern mit einem Label später. Da kommen wir irgendwann später nochmal zurück, für was man das genau gebrauchen könnte. Dann haben wir hier das String Label, das ist quasi das, was ich wirklich eingegeben habe, weil jeder Command kann auch Aliases haben, also quasi andere Commands, die alle auf dasselbe verweisen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen /leave, um in die Lobby wiederzukommen, dann kann das genauso /hub sein oder /l, /h und das wäre alles ein Command mit mehreren Aliases. Und den können wir abfragen über das Label,
werden wir zum Beispiel brauchen bei dem Spawn-Befehl, weil ich das gerne in einen Command mache, den Spawn- und Set-Spawn-Command. Und das überprüfen wir dann über den Alias. Genau. Args hier hinten, das sind Argumente mit Leerzeichen getrennt. Also wenn ihr im Minecraft slash help Leerzeichen Hallo Welt eingibt, dann ist Hallo Welt hier hinten ein Args. Steht an sich einfach für Arguments. Genau, standardmäßig haben wir hier ein Return False drin. Ich mache das gerne zu einem Return True, weil Return False die Usage ausgeben würde, die in der Plugin YML definiert ist und ich da nie was angebe. Im Endeffekt ist es egal. Wenn ihr Return True angibt, heißt es quasi intern, der Command wurde richtig ausgeführt und es gibt keine Fehlermeldungen von Bucket selbst. Da wir aber immer normalerweise unsere eigenen Fehlermeldungen schreiben, ist das für uns irrelevant. Wir fangen jetzt an mit dem Heal-Command. Und heilen sollte sich normalerweise immer nur ein Spieler und keine Konsole. Deswegen werden wir jetzt erstmal eine kleine Überprüfung schreiben, ob denn der Sender des Commands ein Player ist. Und das machen wir ganz einfach mit if für wenn, also eine Bedingung. Sender instance of, also wenn er quasi aus der Klasse heraus oder aus der Instanz heraus eines Players ist. Geben wir einfach hier Player ein und dann importieren wir hier mit einem Enter org.bucket.entity Player. Dann wollen wir hier weiterarbeiten. Aber da wir das jetzt nur einmal kurz brauchen und abbrechen, werde ich das Ganze negieren, also quasi verneinen nochmal. Und das machen wir, indem wir hier vorgehen, ein Ausrufezeichen schreiben und nochmal alles in runde Klammern setzen, damit er weiß, dass diese Bedingung nochmal verneint wird. Also wir fragen quasi ab, ob der Sender ein Spieler ist und das Ganze verneinen wir, also wenn er es nicht ist. Dann gehen wir hier in diese if-Abfrage rein, beziehungsweise in diesen Codeblock. Und hier tun wir jetzt einfach nur return schreiben, beziehungsweise return true. Das bricht quasi unseren Command ab, dann wird hier nicht weitergearbeitet. Und jetzt können wir noch einmal unseren Log ausgeben. Und dafür haben wir unsere Log-Methode schon geschrieben. Das heißt, wir geben jetzt hier nur noch ein tutorial.log. Oder auch nicht, denn wir haben es noch nicht statisch gemacht. Dafür brauchen wir erstmal eine statische Variable unserer Tutorial-Klasse. Wir gehen also davor nochmal jetzt einmal in die Tutorial-Klasse. Und schreiben hier ganz oben noch eine public static tutorial, also das, so wie eure Klasse hier heißt, und eine Instanz. Ganz wichtig, das habe ich glaube ich auch im letzten Tutorial schon erwähnt, wir schreiben hier eine static Variable und die muss dann, oder sollte, wenn ihr euch an die Java Conventions haltet, immer in Caps geschrieben werden. Da machen wir jetzt einfach ein Semikolon hin und die müssen wir jetzt definieren. Ich erkläre euch gleich, was die macht. Wir machen hier einfach ein public tutorial, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer und jetzt hier einfach instance ist gleich this. So, was macht das Ganze? Wir haben jetzt hier eine Variable des Typs tutorial, also unserer Klasse, die wir hier haben. Das ist quasi unsere Instanz und mit diesem instance ist gleich this setzen wir quasi diese Variable auf unser aktuelles Objekt der Klasse, oder unsere aktuelle Instanz der Klasse Tutorial. Was so viel heißt, wie da es nur einmal erzeugt wird von Bucket, ist das hier jetzt unsere Schnittstelle, um auf alles zuzugreifen, was in unserem Plugin ist. Das zeige ich euch jetzt direkt hier mit dem Heal-Command. Wir können jetzt hier tutorial.instance und jetzt hier können wir .log benutzen, denn das ist ja in der Tutorial-Klasse drin. Und schreiben jetzt einfach hier als Text mit Anführungszeichen rein, du bist kein Spieler. Genau, jetzt können wir hier drunter weitermachen, weil hier ist es jetzt sicher ein Spieler, denn oben haben wir alles verneint, was kein Spieler ist und abgebrochen. Das heißt, wir werden jetzt den Player casten. Das heißt, so viel wie, wir wissen ja jetzt schon, es muss ein Player sein, also können wir es auch als Spieler oder Player verwenden. Dafür machen wir jetzt hier Player Player ist gleich und jetzt in runden Klammern Player
Das ist quasi das, wozu wir es casten oder wozu wir es machen. Und jetzt hier Sender. Das heißt, wir definieren eine Variable Player vom Typ Player und nehmen dazu den Sender, der ein Command-Sender ist, und sagen, du bist ab sofort ein Player. Und das ist ganz cool, das geht in Java nämlich, weil der Command-Sender, beziehungsweise weil der Player auch ein Command-Sender sein kann oder ist. Es hat genau wieder was mit diesen Interfaces zu tun, von denen ich vorher schon geredet habe, wo wir dann irgendwann mal in der Zukunft drauf eingehen werden, wenn wir sie selber schreiben. Und ja, ihr müsst nur wissen, wir haben jetzt hier wirklich einen Player. Das ist auch wirklich ein Player, das ist keine Konsole oder so, sondern ein Player. Und wir können jetzt alles ausführen, was ein Player irgendwie tun kann. Und zum Beispiel player.setHealth können wir ihm jetzt hier setzen auf 20D. Das wäre komplett alle 10 Herzen voll. Denn in Minecraft ist es so, oder auf der Code-Seite von Minecraft ist es so, dass ein Herz 2 Health Bars sind, oder hier 2 Health, da es ja auch halbe Herzen geben kann. Also wir sind hier quasi bei 20 halben Herzen. Genau, das würde jetzt ihn, den Spieler schon healen. Das würde so funktionieren, aber wir sind uns jetzt noch nicht ganz sicher. Wir wollen ja eigentlich nicht, dass das jeder machen kann. Deswegen werden wir jetzt noch eine kleine Permission hinzufügen. Und zwar drüber fragen wir jetzt ab mit if wieder. Player.hasPermission. Jetzt schreiben wir hier in Anführungszeichen die Permission, die er haben soll. Und hier können wir jetzt sogar unsere eigenen Permissions machen. Das ist ganz cool. Dafür machen wir jetzt zum Beispiel de.coaster.tutorial.heal. Das ist jetzt unsere Permission. Hier hinten dran machen wir wieder geschweifte Klammern und fügen jetzt das, was wir da unten haben, hier rein. Genau, und jetzt ist er schon gehealt. Jetzt machen wir noch, dass er auch volles Essen hat, weil das ist meistens beim Heal-Befehl da mit dabei. Das heißt, wir machen jetzt player.setFoodLevel. Und das müsste jetzt, glaube ich, 10 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Beziehungsweise, nee, das müsste auch 20 sein. Entschuldigung, wenn ich mich da irre. Wir können aber hier normalerweise nachgucken. Ja, steht leider nicht dabei, natürlich. Das, wenn ihr euch fragt, wie ich da jetzt hingekommen bin, ihr könnt einfach hier immer Steuerung gedrückt halten und wenn dann hier dieses Fenster oben drüber kommt, dann könnt ihr einmal Linksklick machen, dann kommt ihr in die Definition der Klasse rein, beziehungsweise in die Java-Docs. Und da stehen meistens hilfreiche Informationen zu dieser Klasse oder zu dieser Methode. In dem Fall jetzt leider nicht. Ich bin gerade etwas verwirrt, aber ich vermute, es sind 20. Hab leider schon lange nicht mehr mit Food Levels gearbeitet. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass das so stimmt. Deswegen machen wir jetzt ein player.sendMessage. Das bedeutet quasi, dass wir dem Spieler jetzt eine Nachricht schicken. Und jetzt wollen wir ihm erstmal unseren Präfix sagen, wie wir es ja im Tutorial beim Log schon gemacht haben. Machen wir jetzt auch hier tutorial.präfix. Hier ein Plus nicht vergessen. Und dann unseren Text. Du wurdest geheilt. So. Ja, das ist schon ganz cool. Aber wir wollen es natürlich noch ein bisschen krasser haben. Und wir können was ganz Einfaches machen, was das Erlebnis, ich meine immer, es macht es wirklich viel, viel besser. Und zwar, wenn ein Sound dabei abgespielt wird. Wir machen jetzt einfach player.playSound. Und jetzt müssen wir hier ein paar Sachen eingeben. Nämlich erstmal die Location, wo der Spieler sich befindet. Und die kriegen wir über player.getLocation. Dann ein Komma, jetzt den Sound, den wir abspielen sollen, das machen wir mit der Sound-Klasse Sound, groß geschrieben von org.bucket. Können einmal Enter drücken, dann ist es importiert. Punkt. Und jetzt können wir uns hier unseren Sound aussuchen. Boah, was machen wir denn da? Ich würde sagen, wir können einfach mal den Food. Catback for Food, nein. Machen wir einfach mal einen Plink-Sound. Plink ist immer ganz cool, so ein Notblock-Plink. Komma machen. So, und jetzt müssen wir die Lautstärke angeben, und zwar als Float. Ein Float ist quasi eine Gleitkommazahl, eine sehr kleine Zahl. Genau werde ich da jetzt nicht drauf eingehen, mit wie viel Bit und sowas es sind. Das würdet ihr wahrscheinlich die meisten von euch jetzt eh noch nicht verstehen. Deswegen merkt euch einfach, das sind standardmäßig meistens sehr kleine Zahlen. Und wir machen jetzt einfach mal 0.2. Wichtig hier in Java ist ein Komma, kein Komma, sondern ein Punkt bei Zahlen. An sich im komplett englischen Raum. Genau, das ist eine
angenehme Lautstärke, würde ich sagen. Und das F schreiben wir hier hinten dran, weil es eben ein Float ist, um das zu definieren. Jetzt machen wir Komma und jetzt müssen wir noch den Pitch angeben. Und den würde ich meistens so bei 1,2 F ansetzen. Das ist ein bisschen höher als das, der Standard-Sound. Das finde ich klingt meistens sehr angenehm. Das müsste so ein D oder E sein beim Noteblock. Und jetzt müssen wir noch die Klammer zumachen. Nicht vergessen, weil sonst wird es hier rot. Und ja, jetzt wird unser Sound dann auch abgespielt. Und das Ganze können wir jetzt gleich mal ausprobieren. Aber vorher müssen wir dieses Command jetzt noch registrieren. Denn sonst weiß Bucket nicht, dass es dieses Command gibt. Und das geht relativ einfach. Wir müssen das dafür auf zwei verschiedenen Orten registrieren. Zum einen hier im Tutorial drin. Dafür schreiben wir uns jetzt eine Private Void Register. Ach Gott, Register. Und hier machen wir jetzt bucket.getPluginCommand. Und hier jetzt, wie unser Command heißen soll. Also wir nennen es jetzt heal. Und jetzt .setExecutor. Und hier müssen wir jetzt eine neue Instanz unseres Heal-Commands übergeben. Das machen wir mit new heal-Command. Ganz einfach. Wurde auch hier automatisch importiert dann. Ja, jetzt wird er noch gern hier ein require.null haben. Das brauchen wir aber jetzt erstmal nicht. Das ist nur eine Absicherung, wenn hier vorne das null rausgeben würde. Wenn wir jetzt den zweiten Schritt nämlich nicht machen, dann würde das hier das Command nicht finden. Denn wir müssen das Command jetzt gleich noch in der Plugin-YML registrieren. Aber vorher wollen wir jetzt erst noch diese Methode aufrufen, damit das auch dann geladen wird im Endeffekt. Und das machen wir hier in unserer onEnable. Die wird ausgeführt, wenn das Plugin geladen wird. Und hier machen wir jetzt einfach ein dis.register. Genau, jetzt wird diese Methode aufgerufen und hier drin wird geladen. Er sucht das Command, das wir jetzt gleich in der Plugin-YML definieren und fügt den Executor unsere Klasse hinzu, die wir gerade geschrieben haben. Das heißt, wir gehen jetzt in die Plugin-YML. Gehen hier drunter, machen mal eine Leerzeile rein und jetzt schreiben wir Commands, Doppelpunkt. Gehen in die nächste Zeile und hier ist jetzt wichtig, dass wir eine Einrückung machen. Normalerweise sollte das eine Zweier-Einrückung sein, also zwei Leerzeichen. Ich weiß, es geht auch mit drei manchmal, aber es ist, glaube ich, wie ihr beliebt. Es muss nur auf jeden Fall einheitlich sein. Genau, und jetzt machen wir ein neues Command und das machen wir, indem wir hier das Command hinschreiben. Wir schreiben jetzt zum Beispiel heal und wir haben ja unser heal-Command und gehen jetzt wieder in die nächste Zeile. Auch hier wieder zwei Einrückungen und jetzt schreiben wir unsere Description hin. Genau, er schlägt uns hier schon vor. Und das ist quasi die Beschreibung für unser Command. Das heißt, wir nennen jetzt, schreiben jetzt einfach hin, dieser Befehl heilt dich. So. Das können wir noch machen. Wir können jetzt zum Beispiel auch Aliases setzen. Und das machen wir hier in eckigen Klammern. Und jetzt können wir hier meinetwegen HealMe noch eintragen. Dann würde HealMe genauso funktionieren. Ja. Normalerweise müsste das jetzt so funktionieren. Wir können jetzt hier noch die Permissions definieren, die wir vorhin gemacht haben, damit er die auch kennt. Das heißt, wir machen jetzt hier Permissions. Und dann haben wir jetzt unsere Permission, wie haben wir die genannt? DE Coaster Tutorial Heal. Und das schreiben wir jetzt aber ein bisschen anders hin. Genau, er tut es jetzt schon automatisch so formatieren, wenn wir es reinschreiben. Denn YML, wo wir hier drin sind, kennt keine Punkte direkt, denn ein Punkt ist für ihn automatisch eben dieses Doppelpunkt und die neue Einrückung. Und da machen wir jetzt einfach OP rein. Genau. Das bedeutet quasi, dass standardmäßig alle, die OP auf dem Server haben, dieses Command auch benutzen dürfen. Und genau, jetzt können wir das quasi ausprobieren. Wir haben jetzt alles registriert, wir haben unseren Command hier gemacht, Permission dazu. Jetzt würde ich sagen, heißt es wieder hier auf der rechten Seite bei Maven Package. Packen wir das alles mal ein. Build Success. Das Ganze verschieben wir wieder in unseren Plugins-Ordner und starten mal den Server. So, das Plugin wurde geladen. Wir können mit /pl gucken, dass es auch richtig geladen wurde. Wenn wir jetzt /heal machen, dann kommt da, du bist kein Spieler. Deswegen switchen wir jetzt einmal kurz in Minecraft rein. So, wir sind jetzt in Minecraft. Um auf unseren Server draufzukommen,
schreiben wir jetzt hier bei Direct Connect Localhost rein. Das ist quasi unser lokaler Server. Klicken jetzt auf Join. Und dann lädt es einmal kurz die Welt, weil wir noch nie drauf waren. Jetzt können wir hier auch schon rumrennen. Und würde ich sagen, probieren wir erstmal, ob unser Command auch wirklich funktioniert. Dafür machen wir jetzt einfach slash heal. Es kommt erstmal gar nichts. Warum kommt nichts? Ja, weil wir die Permission nicht haben und noch keine Fehlermeldung dafür gemacht haben. Das ist ganz einfach, deswegen switchen wir jetzt einmal nochmal rüber. Und gehen in unsere Heal-Command und machen jetzt hier hinten dran, hinter die zweite Klammer rein, ein Else. Quasi, was passiert, wenn das nicht zutrifft, wenn der Spieler keine Permission hat. Und hier machen wir jetzt eine Player.sendMessage. Auch wieder Tutorial-Präfix. Mit einem Plus dazwischen. Du hast keine Permissions zum Heilen. Machen wir auch einen coolen Sound dahinter, also player.playSound, player.getLocation, jetzt machen wir sound.genericExplode, den finde ich ganz cool, das ist so ein Explodieren vom TNT. Machen wir auch auf 0,2f und 1,4f machen wir jetzt da. So, das Ganze packagen wir nochmal. Bam, fertig. Jetzt tun wir das da wieder reinschieben. Und den Server einmal mit rl-confirm reloaden. Genau, das Plugin wurde wieder geladen. Und wir switchen wieder rüber. Bam. Und geben jetzt hier nochmal Heal ein. Jetzt kommt, du hast keine Permissions zum Heilen. Ja, wie ändern wir das jetzt? Wir geben uns OP. Das heißt, wir switchen hier rüber, geben in die Konsole OP und dann euren Namen ein. Und dann sind wir auch schon wieder OP. So. Wenn wir jetzt in-game sind, seht ihr, wir haben OP. Können jetzt hier slash heal machen und es kommt, du wurdest geheilt und es kam auch ein Sound. Ich mache es mal ein bisschen lauter, damit man das auch gut hört. Bam. Genau, jetzt wollen wir es natürlich ausprobieren, ob wir auch wirklich geheilt werden. Das heißt, wir gehen jetzt mal ein bisschen abtauchen. Überall nur flaches Wasser. Da drüben. Und, beziehungsweise wir gehen einfach zu der Spinne da. Das ist noch einfacher. Spinne, schlag uns. Spinne, töte uns. Greifen uns an, genau. Jetzt greift uns die böse Spinne an. Wir sind hart dran, die zu töten. Jetzt rennen wir hier ein bisschen weg. Jetzt wollen wir ein bisschen cheaten, deswegen geben wir jetzt einfach mal slash heal ein, bam, und wir sind geheilt. Ja, so einfach geht das. War zwar jetzt ein bisschen lang das Video, weil ich euch sehr viel noch erklärt habe zusätzlich, aber das wird besser, glaubt mir, die nächsten Folgen werden dann jedes Mal ein bisschen weniger, ein bisschen schneller gehen, da ihr das Ganze dann umso besser verstanden habt. Und jo, ich würde sagen, das war's dann auch wieder mit dem Programmieren für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr im Lobby-System haben wollt. Kommt auch auf den Discord, denn da kommt der richtig geile Shit. Und ihr erfahrt auf jeden Fall auch immer zuerst, wann ich neue Videos mache und über solche neue Vorschläge. Das heißt, kommt in den Discord rein, erster Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachprogrammieren. Ciao. Wanna feel the weightlessness.